Die Komponenten sind unter ihnen vergraben. Wenn ihr euch einem Ort nähert, den ich wiedererkenne, sage ich euch, dass ihr meine Sicht einsetzen sollt. Machen wir so. Nee, wir steigen ab. Wir steigen ab, habe ich gemeint. So. Ihr solltet meine Siegel durch meine Geistersicht sehen können. Seht euch um. Na, seht ihr mein Siegel? Ich mochte diese Wirklichkeit schlicht immer. Grabt hier. Sehr schön. Da hinten. Zwei Stück. Juhu. Das muss der Ort sein. Seht euch um. Noch einer und noch einer. Super. Damit können wir arbeiten. Geht in Richtung meines Turms und findet eine Werkbank, um den Zauber zusammenzusetzen. Zum Glück ist es ja hier so ein bisschen ausgedingst. Naja, gut. Ich kenne diese alte Werkbank. Wir können den Deckmantel der Täuschung hier vor. Gut, jetzt platziert den Schal. Was? Legt die Komponenten eine nach der anderen. Hervorragend! Nehmt den Deckmantel der Täuschung. Probiert ihn aus. Der Mantel wird eure Anwesenheit verbergen und eure Verbindung zum Fürsten des Schicksals tarnen. Ihr seht wunderbar aus. Kaum ein Hauch einer dädrischen Verbindung. Ich sollte allerdings einige Details erläutern. Erzähl. Keine schlechte Arbeit. Ihr haltet euch gut an Anweisungen. Und der Mantel sieht wirklich schneidig aus. Schneidig, sage ich. Nun geht nach Alt-Isra und trefft euch mit Vikar Gadain. Er sollte euch inzwischen Zugang zum Konklave verschafft haben. Warte einen Augenblick, ihr solltet etwas über Details. Habe ich das? Ich erinnere mich nicht. Doch falls ihr nach dem Deckmantel der Täuschung fragt, kann er euch nur vor einer bestimmten Anzahl von Hellsichtzaubern schützen. Irgendwann wird jemand euch bemerken, aber die Verzauberung sollte lange genug anhalten, um uns Shelreni zu nähern. Sonst noch was? Oh, wo ihr es erwähnt. Ja, Gadain kann euch auf die Zugangsliste setzen lassen, doch ihr müsst euren Teil beitragen. Nunmehr Gesetze sind verworren, insbesondere die der Telvanni. Ihr müsst das richtige Statut vorbringen, um nicht aufzufallen. Das richtige Statut. Sagt einfach Folgendes zum Wächter an der Tür. Hiermit berufe ich mich auf das 26. Statut der Necron-Vereinbarung. Verlangt danach Zugang zum Konklave. Könnt ihr euch das merken? 26. Sobald wir eingelassen wurden, können wir uns mit Vikar Gadain treffen. Alles klar, nix wie hin. Die Katze macht hier ein Theater, das ist unfassbar. Was hat sich Shelreni nur gedacht? Sie zählt offensichtlich auf die Unterstützung zweier dädrischer Fürsten, doch hat sie wirklich erwartet, dass sie von ihnen auf magische Weise in den Rang einer Magistra erhoben wird? Reisen wir nach Tel'Hulin in Alt-Isra und finden wir heraus, ob der Mantel wirkt. Warum ist das Statut so wichtig, auf den ich mich berufen soll? Weil ihr kein Telvanni seid. Dieses besondere Statut bezieht sich auf eine Vereinbarung zwischen Haus Telvanni und den Hütern der Toten. Wenn ihr es mit Autorität vortragt, wird der Wächter euch wahrscheinlich Zugang gewähren. Aha, sobald wir drin sind, können wir den Konklave dann nicht einfach sagen, was Meisterin Shelreni wirklich vorhat? Und was genau sagen wir? Wenn ihr auch nur andeutet, dass ein Telvanni die Hilfe eines Außenseiters brauchen könnte, wäre das bestenfalls eine Beleidigung.
oder ein Grund zur Festnahme, sofern ihr nicht auf der Stelle zu einem Zauberduell herausgefordert werdet. Glaubt mir, das wäre äußerst kontraproduktiv. Warum kann man uns festnehmen? Meint ihr wirklich, dass meinesgleichen einen legitimen Grund dafür braucht? Nun, wie wäre es mit Amtsanmaßung als angebliche Vertretung Nekroms? Oder Unterwanderung eines Konklave der Meister, ganz zu schweigen von Handlungen in Diensten eines dädrischen Fürsten? Das können wir nicht riskieren. Ich hab's verstanden. Super, wir nehmen das. Alles klar. So, dann ab zum... Nein, nicht zum Wegschrein. Wir können gleich uns dahin begeben. Go. Ein Pferd? Okay. Gott sei Dank. Ihr da. Ihr wirkt wie ein heiliger Sammler. Ja, ich brauche Hilfe. Dank den Ahnen, dass ihr angehalten habt. Ja, neben dem Zimmer richtig. Gut. Ich bin hier in einer Zwickmühle. Also. Ich muss Zutaten für eine medizinische Tinktur sammeln. Nur fehlt mir einfach die Zeit. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Medizinische Tinktur? Ah, ja. Ich bin Balver Bemis, Dienstmann des altgebundenen Laro Ralas vom Haus Telvanni. Laro leidet unter grausigen Kopfschmerzen und ich bereite eine Tinktur zu, um dieses Leid zu lindern. Ich brauche einige schwer zu beschaffende Zutaten. Wenn ihr mir helft, bezahle ich euch gut. Was ist es? Ich brauche die Moschusdrüse eines Netschbullen. Ich habe die sterblichen Überreste von einem bei Kemelsee gesehen. Sowie eine Pflanze, die man vulkanische Stinkmorchel nennt. Aus der Nähe von Seilenmora. Und zum Schluss noch die Pilzblüten von einem toten Pilzkäfer. Die besten krabbeln bei Teldrelot. Mach ich. Sobald ihr die Zutaten gesammelt habt, werde ich die nötigen Vorbereitungen an meinem Arbeitsplatz in Alt-Isra treffen. Mhm. Ihr wisst schon, die richtige Konsistenz und so. Okay, was ist mit den Zutaten? Nun, sie sind entscheidend für das Rezept. Ich will euch nicht mit Einzelheiten langweilen, doch die Stinkmorchel wirkt als bindender Katalysator. Während die Moschusdrüse des Netschbullen die Säfte ins Gleichgewicht bringt. Sie sind sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Die Pilzblüten der Käfer? Sie sorgen für einen nussigen Heugeschmack und überdecken die Bitterkeit des Gebräus. Versteht ihr? Und was ist mit der Altgebundene? Er ist sehr... Ja. ...fordernd, selbst im besten Fall. Er befehligt andere mit eiserner Faust, wisst ihr? Und wenn diese Kopfschmerzen kommen, ist er wirklich tyrannisch. Und diese Tinktur wird die Kopfschmerzen wegmachen? Ja, ja. Ich glaube, das sollte seine Leiden ganz beenden. Ich meine, das hoffe ich. Er ist schrecklich, wenn er so ist. Ich hab das Gefühl... Kommt einfach zurück, sobald ihr fertig seid. Ich bin hier und arbeite an der Tinktur. Telhulen, der Turm der Hallen. Die Heimat der Versammlung der Meister. Denkt daran, euch auf das Statut zu berufen, um Zutritt zu erhalten. Und legt den Mantel an. Nein, Vabdru, als Meisterin Shelrinis Mund ist es euch untersagt, das Konklave zu betreten. Aber ich muss die Meister warnen. Keine Sorge, eure verräterische Meisterin bekommt früh genug ihre Strafe. Ihr müsst die anderen Meister warnen. Ich kann nicht länger daneben stehen und nichts tun, während Meisterin Shelrini weiter ihrem finsteren Pfad folgt. Ich kenne ihre Taten bedrohen die ganze Halbinsel. Sie hat den Mund von Meisterin Shelrini. Warum sollte ich irgendetwas glauben, was er mir erzählt? Das solltet ihr wahrscheinlich gar nicht. Doch das heißt nicht, dass ich lüge. Genau. Ich habe Shelrini für ihre Kompetenz und ihre Macht bewundert. Ich dachte, sie würde mir helfen, durch die Ränge aufzusteigen. Aber ihr Ehrgeiz und ihre Verachtung für ihre Mittelwani werden unser aller Untergang sein. Okay. Meinst du? Meisterin Shelrini ist einen Handel mit nicht nur einem, sondern gleich zwei dädrischen Fürsten eingegangen. Oh. Sie hat vor, mit ihrer Hilfe all jene auszumerzen, die sich ihr entgegenstellen, damit sie Erzmagisterin werden kann. Die Meister wollen mir nicht zuhören. Sie verstehen die Gefahr nicht. Welche Gefahr? Ich bin mir nicht sicher. Meisterin Shelrini vertraut mir nichts mehr an. Doch ich weiß, wie sie denkt. Sie hat keinen Respekt vor den Meistern oder diesem Konklave. Falls sie versuchen, sie zu maßregeln, wird sie ihnen zeigen, wie mächtig sie geworden ist.
Es wird ein Blutbad werden. Okay, das wird interessant. Das Konklave der Meister tagt gerade. Alle anderen Angelegenheiten ruhen. Kommt später wieder. Überprüft eure Liste. Hiermit berufe ich mich auf das 26. Statut der Nekrom-Vereinbarung und fordere, eingelassen zu werden. Nekrom, hm? Lasst mich einmal sehen. Ah ja, ihr seid als Vikarga Deins Begleitung für Schreibaufgaben vermerkt. Wohlan denn, ihr dürft hinein. Ich erwarte, dass ihr den Vikar im Versammlungsvorraum finden werdet. Denn der Vorsitzende Magister hat das Konklave auf Meister beschränkt. Okay, ich gehe rein. Zack. Oh, super, geschafft. Da ist Vikarga Dein. Meisterin Marina wirkte erschöpft. Ich muss geht es dir gut? Ich bestehe darauf, Vika. Doch sie besteht darauf, am Konklave teilzunehmen. Sie werden so selten einberufen, wisst ihr? Natürlich, verständlich. Aber ich könnte viel für euch und die Hüter tun. Auftritte verabscheuen. Also, so hassen sie die Vorstellung, dass andere sich ohne sie versammeln. Das ist der Mund von Meisterin Norvora. Wir müssen über Dein sofort erlösen. Welche Strafe man sich für Meisterin Shireni überlegt hat. Der Vika und ich sind beschäftigt, Außenseiter. Ich würde gern hören, was er von meinem Buch hält. Ahnen eines bescheidenen Munds. Es ist noch in Arbeit, doch mindestens 2 Buchläden haben schon Interesse bekundet. Kommt später wieder. Meisterin Novora schickt mich, um euch zu finden. Sie braucht umgehend Unterstützung. Wie seltsam. Da niemand außer den Meistern hinein darf, hat Meisterin Novora mir ausdrücklich gesagt, dass ich hier warten soll, bis die Angelegenheiten des Konklaves abgeschlossen sind. Mhm. Ich glaube, ihr versteht nicht. Geht sofort. Wie unhöflich! Das Alt-Isra-Komitee für gesellschaftlichen Anstand wird von dieser Beleidigung erfahren. Da könnt ihr euch sicher sein. Super. Vielen Dank, mein Freund. Folgt mir. Ich weiß, wo wir unter 4 Augen sprechen können. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich folge ihm nicht. Ich gehe schon mal voraus. Zack. Wir können hier frei sprechen. Ihr seid keinen Augenblick zu früh gekommen, mein Freund. Bevor sie entschieden, die Halle zu versiegeln und ich in ein schreckliches Gespräch mit Mund Ela verwickelt wurde, habe ich erfahren, was wir wissen wollten. Meisterin Shireni ist hier und steht unter Bewachung, bis das Konklave beginnt. Shireni ist hier? Ich habe ihren Mund draußen gesehen. Er sagt, die Meister seien in Gefahr. Gehen wir hin und schnappen wir Shireni. Resultat, du bist so doof. Ah, und nun kommen wir zum Problem. Magister Gotrin ist aus Sadrit Mora eingetroffen, um dem Konklave der Meister vorzustehen. Er hat auf der Stelle alle der Halle verwiesen, die keine Telvanni-Meister sind, und einen Schutzzauber auf die Tür gelegt. Mhm. Es gibt keinen Weg in die Versammlungshalle. Ach, muss doch. Leider übersteigt es meine Fähigkeiten, einen Schutzzauber zu deaktivieren, der von einem Magister gewirkt wurde. Wenn ihr einen Einfall habt, so teilt ihn bitte. Ansonsten fürchte ich, dass die Meister da drin auf sich allein gestellt sind. Mel ist ein Magister, vielleicht kann er uns helfen, den Schutzzauber zu überwinden. Ein Magister, um Magistermagie zu kontern, hä? Gute Idee. Deaktivieren wir den Schutzzauber. Ja. Ein Schutzzauber braucht Anker. Setzt meine Geistersicht ein. Seht ihr sie? Einen auf jeder Seite der Tür? Ich werde euch meine Kraft leihen, um sie abzuschalten. Magister Gotrin ist gut, aber ich bin besser. Betreten wir die Versammlungshalle. Dies ist eine geschlossene Sitzung. Was bedeutet dieses Eindringen? Nun, Gotrin, sicher gelten solche Einschränkungen nicht für einen Magister und seinen Entsandten. Meln der Mundlose, ein Geist? Sei's drum, ich werde eure Possen nicht dulden. Nichts in unseren Statuten schließt tote Magister von der Teilnahme an einem Konklave aus. Ja. Jetzt hört euch an, was mein Entsandter zu sagen hat. Nun gut. Tretet vor. Hi. Ich erkenne euch. Von diesem Zwischenfall mit dieser ehrgeizigen Echse. Und nun steht ihr vor mir als Vertreter eines meiner lästigsten Kollegen. Nun macht schon. Was ist so wichtig, dass Magister Meln es wagt, dieses geschlossene Prozedere zu stören? Ihr seid alle in Gefahr. Meisterin Shireni will all ihre Rivalen ausschalten.
Und Magister Mellen hält uns für so nutzlos, dass er einfach dazwischenfahren und uns alle retten kann? Wie anmaßend von ihm. Meint ihr wirklich, eine einzelne abtrünnige Meisterin wäre dieser Versammlung gewachsen? Es ist nicht nur die Meisterin, sie wird von zwei dädrischen Fürsten unterstützt. Edge. Das habe ich gehört. Deshalb entschied ich mich ja auch, meinen bequemen Turm zu verlassen und den ganzen Weg hierher zu kommen, um persönlich dieses Konklave zu übernehmen. Die Meister werden die Anschuldigungen anhören, die Angeklagte befragen und schnelle Gerechtigkeit walten lassen. Aber sie wird euch alle töten, so wie sie Mel den Mundlosen getötet hat, ja. Seid ihr deshalb hier, um noch eine Anschuldigung gegen Shelreni vorzutragen? Dann ist dies hiermit vermerkt. Vielleicht hat sie sich deshalb ohne viel Aufhebens gestellt, damit sie um Gnade flehen kann. Vielleicht werde ich nachsichtig sein. Vielleicht auch nicht. Begeht einen Fehler, Magister Mellen sagt, ihr dürft Meisterin Shelreni nicht unterschätzen. Genug von diesem Unsinn. Ich habe die Bedenken eures Magisters und seine Anschuldigungen gehört. Jetzt sind wir hier fertig. Mellen kann bleiben, wenn er möchte. Das ist sein Recht. Doch ihr und der Vikar solltet gehen und uns unsere Arbeit überlassen. Mhm. Psst, hier drüben. Ich hatte ganz vergessen, wie langweilig meine angeblich Ebenbürtigen sein können. Eine Schande, dass Shelreni nicht noch mehr von meinen Rivalen ausgeschaltet hat, bevor es uns auffiel. Doch euer Meister, Mellen, ich habe viele seiner Possen noch gut in Erinnerung. Deshalb wollte ich mit euch sprechen. Hä? Euer Meister hat die Abläufe lang genug verzögert. Meisterin Shelreni hat sich über ihren Stand erhoben und muss dafür bestraft werden. Alles, was dies aufschiebt und die Zeit in die Länge zieht, die ich in der Gesellschaft sogenannter Ebenbürtiger verbringen muss, wird nicht geduldet werden. Okay, Meisterin Shelreni hat Magister Mellen ermordet. Er hat das Recht, sie zur Rede zu stellen. Mord, sagt ihr? Das ist schwerwiegend. Ich denke, einer Meisterin, die Pakte mit Daedra eingeht, ist alles zuzutrauen. Wir müssen ihr wirklich ihren Rang nehmen und sie verbannen. Nun, wenn ihr sie denn so dringend sehen müsst... Unbedingt. Sie wird in einem Besprechungsraum, den ihr über den Ostkorridor erreicht, festgehalten. Danke. Ich weiß nicht, warum diese Debatte nötig ist. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gleich abstimmen. Nicht, was hier jemand sagen wird, könnte meine Meinung über Shelreni ändern. Wohlan denn? Ist Magister Mellen wirklich tot? Jo, wer wurde von dieser Meisterin ermordet? Er muss sie umgehend sehen. Mellen mag Magister Gotren verwirrt haben, doch es gibt keine Grundlage für die Teilnahme eines toten Tel'vanni an einem Konklave. Das gibt es einfach nicht. Wenn wir Shelreni nicht finden, vermag niemand zu sagen, was euch den anderen Meistern zustoßen könnte. Ist das eine Drohung? Meisterin Marena hat Shelreni durch die Osttür gebracht, weil sie vor wenigen Augenblicken Ähnliches verkündete. Wenn das einer Meisterin geschehen kann, denkt nur daran, was dann einen niederen Mund wie euch erwartet. Was habt ihr mit euren Händen gemacht? Wie habt ihr sie trainiert, dass es solche Wurstdinger sind? So, findet Meisterin Shelreni. Gehen wir doch mal da rein. So. Es gibt einen Besprechungsraum rechts. Mhm. Gehen wir mal hin. Dort halten sie sie wahrscheinlich fest. Mhm. Shelreni ist weg, doch was ist das für eine umgefallene Flasche dort drüben? Das ist reine Traumessenz. Ich wirke einen Zauber, um zu sehen, was hier geschehen ist. Was war das? Nur ein kleines Geschenk von der Fürstin der Träume. Bald werdet ihr genau das tun, was ich sage. Ihr, damit werdet ihr nicht davon kommen. Das bin ich schon. Und mit eurer Hilfe werde ich noch mit viel mehr davon kommen. Nun lasst uns am Konklave teilnehmen. Mein Aufstieg braucht Teilnehmer. Freiwillige oder Unfreiwillige. Wir müssen zum Konklave. Es wird in der Privathalle der Meister im Norden abgehalten. Ich weiß. Es geht etwas im Norden vor sich. Ich glaube, das Konklave beginnt. Jetzt aber schnell. Meisterin Shelreni, ihr werdet beschuldigt, euch gegen eure Mittelwanni verschworen, Mellen den Mundlosen ermordet und euch mit dädrischen Fürsten eingelassen zu haben. Ihr schuldet uns eine Erklärung.
Ich schulde euch überhaupt nichts. Aber ich werde euch alle töten, mein Opfer nehmen und abreisen. Helft mir, Magister! Shelreni, stellt eure Handlungen umgehend ein. Setzt meine Geistersicht ein, um die Schutzzauber abzuschalten. Geht!